War ich die ganze Zeit gemutet? Oh nee, Digga. Oh nee, ich habe die ganze Zeit gemutet. Ich kann das nicht. Max hat mich hier auf Mute gestellt. I didn't know this. Einer von Jidus größten Vorteilen. Sie haben quasi nie verloren dieses Matchup. 7-0 in Best of Fives und Best of Threes. They don't lose these. Well, today might just be the day. Dass wir Blue Side halt einen neuen First Pick haben oder dass sie einfach stumpf Ash picken, bin ich damit auch fein. Pick Ash hier und werde glücklich mit deinem Leben. Und so, ja, geil. Nicht nochmal die Rell. Adaption folgt nicht im Vergleich zu Game 1. Halt, am unangenehmsten ist diese Draft wirklich aus meiner Sicht bei weitem für Broken Blade. Dann wird gleich wieder gegen einige mehr Band spielen. Der Caps kriegt diesmal zum Glück seine AD Carry gepickt. Jetzt hier haben wir in Game 1 Ezreal gesehen. In Game 2 die Ashe, weil sie nicht contestet war von BDS. Es ist wieder wie Game 1. In Game 1 hatten wir Corki, Maokai, Ezreal. Maokai ist gebannt. Wird ersetzt von Sejuani, Tank für Tank. Als BDS bleibt ihrer Draft treu, G2 ebenfalls. Aber halt eben dazu, nicht Serie spielen zu müssen. Die beste Tristana Europas betritt die Kluft, nämlich Caps Tristana. BDS hat sich hier wirklich sehr, sehr geile Positionen gedraftet, um erneut Adam 10th Pick zu geben. Ja, dass halt wirklich der Toplaner sagen darf, ich wähle den Charakter, den gegnerischen Charakter countert. Braum Ezreal wird stark gedraft, aber vor allem Braum Ashe auch einfach ein Takeaway. Doppel-Freljord, Doppel-Eis ist gefährlich. Braum eingeloggt, ist sexy. Jetzt halt wieder irgendwie undankbar für Mickey. Was pick ich jetzt? Leona raus, Rakan raus. Ich will kein Nautilus spielen. Gehe ich jetzt Alistar gegen Braum? Auch das ist scheiße. Also probably Rell. Rell wurde gerade noch gefirstpickt, bis jetzt ignoriert. Rell ist aber auch nicht geil hier. Alles undankbar. Spielst du einen Enchanter-Botlane? Kannst du das wie Ashe Support spielen mit Kate in ADK oder irgendwie so? Alles nicht so geil auf dem aktuellen Patch. Also gehst du probably einfach Rell oder Alistar. Cassandra Blindpick ist super scheiße für Broken Blade. Kann jetzt easy gegen halt Darius oder sowas spielen für Adam. Adam kann auch Camille gehen, er kann Yone gehen. Also erneut BDS-Draft, super angenehm. Gerade auch Renekton tatsächlich. Gefällt mir klasse mit Sejuani und Braum. Skala? Okay, das wäre crazy geil. Oh, Seraphine. Jetzt brauche ich Zola. Zola kommt in den Kokast rein. Seraphine ja absolut OP in Solo-Queue aktuell noch. Seraphine ist nicht ganz so stark wie auf 14-16. Und dann halt genervt auf 14-17 und 14-18. Mal gucken, was da noch kommt. Also Seraphine hier, Enchanter-Support. Enchanter-Support sind geil gegen Braum. Braum leidet gegen Reichweite. Das heißt, eigentlich wissen wir alle jetzt schon, BDS möchte Lane swappen. Wie in Game 1, wo sie eine Ezreal-Draft hatten. Lane swap mitnehmen und dafür sorgen, dass sie eben nicht gegen Ashe Seraphine lane müssen. Denn Leute, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, League of Legends ist fast schon gelöst. Wenn du auf Level 1 Push bekommst, musst du nie wieder abgeben. Und kannst permanent unter Turm gepusht werden. Heißt, BDS sollte fast schon Lane swappen, aber halt der Olaf spricht dagegen. Olaf liebt es, Cassandra zu bullien. Tendenziell macht das aber auch mehr Level 6 herum. Ich glaube, die meisten Top-Lane hätten sich hier lieber für Camille oder so entschieden. Oder auch für Renekton und Co. Aber natürlich Adam. Wir kennen ihn und seine Gods-Champions, ne? Also rein ins vielleicht letzte Game des Tages. Alrighty, Botlane kleinere Auftakt-Harass für BDS, die doppelt Mickey rauspoken. Eigentlich das letzte Mal, dass du sehen solltest, dass Botlane wirklich verloren wird im Early Game hier von Handsam und Mickey, was kleinere Trades angeht. Denn jetzt wird die Zange gespielt. Wir lieben die Zange auf Botlane. Zange ist der beste Gameplay-Aspekt, den man ausspielen darf. Der Support spielt oftmals den Busch an, der AD Carry spielt die Wand an und dann bist du Gegner an die Zange. Warum ist der Support im Busch? Gute Frage, Chat. Oftmals deswegen, weil der Support halt eben, wenn er im Busch drin steht und Auto-Attacken würde, dann zeigt sich den Minions. Also wenn du Minions last hitten würdest, dann kriegt man ja quasi Vision auf den Busch rauf. Möchte man vereiteln. Von daher lieber den AD Carry an den Wandrand schicken, wo halt eben keine Vision aufgehoppelt werden muss. Da sieht man dich so oder so. Ja, Sheo hat hier Smite, also schwer die Krabbe zu kriegen. Jaik jetzt hier fast in der Bedolie. Wird anrotiert. Braum liebt solche Skirmishes. Jaik könnte was dort werden. Lava Flash rein. Jaik muss aufpassen. Das ist Game 3. Das ist Matchpoint. Hier zu sterben. Mit Lava Flash auf jeden Fall ein Desaster. Caps springt auf den Kopf von Nuklear rauf. Jaik geht nach draußen, wenn er darf. Lava wird hier getötet. Schönes Ding von Hans weg zu flashen. Jetzt auch die Markierung reicht nicht aus vom Braum. Double Kill für den Favoriten, der 2-0 hinten liegt. Und auch Sheo muss seinen Flash wahrscheinlich defensiv aufwenden. Die Antwort ist nein. Arctic Assault rettet ihn. Und die Fans in Berlin werden lauter. Immer noch geil von BDS, dass sie überhaupt 2-0 führen. Aber jetzt ist die gesatte 1000 Gold behind. G2 sehr comfortable im Game drin. Aber dürfen sich nicht in Sicherheit wiegen. Das Grundfundament von BDS einfach super stark. Ne? Also diese Catch-Kombination mit Sejuani Braum, mächtig. Double AD Carry Setup, wir alle lieben und kennen. Ivan Seraphine, wer baut Serpent's Fang? Gute Frage, mein Dude. Corki kann es am leichtesten auf alle anwenden. Aber Olaf ist der Einzige, der es wirklich effizient benutzen kann. Ich glaube, ist die Antwort einfach theoretisch niemand. Es wird vielleicht noch am besten damit, aber es ist Skate damit schlechter als Corki. Oh, Caps ist beinahe tot, aber er hat Ivan. Und damit ist Nuklear jetzt. Geil von Jaik gelesen. Caps brauchte einen Push-Out. Nuclear flasht rein, aber das Schild vermag es, Caps zu retten. Ist Fnatic sicher bei Worlds? Nein. Fnatic ist erst dann sicher bei Worlds in zwei Szenarien. Beide leicht zu verstehen. Fnatic ist dann bei Worlds dabei, wenn G2 heute gewinnt. Oder wenn Fnatic morgen gewinnt. Und dann gibt es noch ein drittes Szenario. Ich habe gelogen, ist echt schon ein bisschen komplizierter, sorry. Wenn Fnatic morgen verliert, aber dann
am Samstag nächste Woche in München gewinnt, sind sie auch bei Worlds. Kurz gesagt, Fnatic muss das Finale erreichen, dann sind sie bei Worlds oder G2 gewinnt. Heute. Dann ist Fnatic auch safe bei Worlds. Und generell die erste Draft, wo, glaube ich, Jude einen Vorteil bekommen hat, weil er eben BDS nicht gelandsoft hat. Also die Draft selbst von BDS nicht scheiße, aber der fehlende Landsoft macht es, glaube ich, einfach schlechter. In Game 1 haben sie mit der Elster Draft gelandsoft. In Game 2 wollten sie auf Top Lane einfach gewinnen. In Game 3 haben sie gesagt, nee, wir landsoft nicht. Wir haben krassen Counter Top Lane. Adam gewinnt das, Adam stompt das, deswegen wollen wir nicht swappen. Haben sie im Recht gehabt, Chat. Ihr seht die Antwort auf eurem Bildschirm präsentiert. Kein bisschen. Olaf wird hier selbst gerade besiegt. Klar, er wird nicht gestompt. Er ist 100 Gold down, ist nicht viel. Aber hat eben 3 Platten verloren, also er ist durchaus behind. Und jetzt kommt der Delayed Swap, also wird der Olaf ein bisschen aus der Misere gezogen. Und auch die Botlane darf sich das, ja, noch lebenden Top-Turrets erfreuen. Und vielleicht eines Volk-Drops-Fights, den wir jetzt gleich haben werden. Er pusht eine Wave und läuft direkt dazu zu den Volk-Drops. Broadmelt sagt, okay, schreit auf die Wave, ich habe Top-Lane dafür eine Platte bekommen. Ich bin nicht auf Botlane da, ich rotiere lieber dazu. Arrow sitzt gegen Braum, Kombo von Daisy nicht schlecht, aber der Damage ist verhalten. Leicht ist der Flank da, Daisy macht guten Knock-Up. Smike geht hier an Sheo, jetzt Jump-Caps rein. Labov hat die Bombe auf seinen Kopf drauf, Labov safe tot. Aber die Frage ist, wann der Reset erfolgt? Erst jetzt, das heißt, Caps wird gestunt und Caps wird getötet, oder? Er lebt auf einem HP, gerade so, und Hans hat noch Pfeile im Köcher. Er schießt Nuclear in den Rücken und der stirbt hier. Ice ebenfalls, eine die Carry alleine. Und Shio stirbt auch ran. Double Kill für Caps, Double Kill für Hans. Nur Adam darf leben, denn der hat gegen Broadmat gefightet. Broadmat und allein durch die Wand durch. Adam hat sich hier, ja, selbst gerettet durch seine eigene Ult. Deswegen fliegt er gestern allein durch und das ist ein 4-0 in dem Trade. Und Broadmat macht vielleicht ein 5-0 draus. Aber Labov ist schon respawned. Broken Blade. Am Ende ist ein 1-4. Aber ja, wilder Fight. Vor allem, weil Braum halt am Anfang des Fights gekommen wurde. Dann dachte er, darf leben. Guckt auf Braum. Er wird gearrowed. Dann wollte er rausschappen, aber realisiert, scheiße. Das Thunderbomb auf meinem Kopf drauf. Ich muss zurück in den Fight reingehen. Er überlebt aber absurd lange, weil er eben Shio noch locket hatte. Darauf wäre gar kein Reset gewesen, wenn er rausgelaufen wäre. Am Ende war er bei einem. Und jetzt Broken Blade. Auf der anderen Seite des Fights. Wir wissen genau, was da passiert sein muss. Er hat durch die Wand alle durchgeultet. Da ist am Ende überlebt Kessante den Olaf easily. Und der fight hier am Ende einfach einen Ivan-Schilde, Seraphine-Schilde. Chat hat es angesprochen, Chat hat recht. Wer kauft Serpents Fang, war die Frage des Twitch-Chats. Noch niemand. Also Seraphine und der Ivan hier, absurde effiziente Enchanter. Und die jagen hier weiteren Kills hinterher. Die beiden, die Carries, kriegen die Kills. Der Enchanter Ivan hilft ihnen mit Max Range Redemption aus. Und damit geht der Fight ja wirklich crazy stark an G2. Jetzt Caps, er kann nicht verlieren. So, Adam, wenn Adam ihn fighten will, fight mal gegen Kristana. Fight mal, viel Spaß, Adam. Die will nicht fighten, die gewinnt das easy. So, jetzt muss Adam rauslaufen, er wird nicht sterben hier. Außer Caps ist sehr... Au, 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 au. Versuchen ein Reset zu kriegen mit Flicker Blades. Die Ult trifft ihn. Caps 1 gegen 3. Jimmy kommt aber rein. Und es wird zum 3 gegen 4. Beide Seiten sollte ich aber ohne Kills traden, richtig? Oh, der Root Call trifft nochmal gegen Nuke. Der Nuke wird aber überleben. Die Orben macht die Ult von Cassante. Befördert Braum gen Enemy. AD Carry. Kessant darf überleben, denn er hat einfach so viel Mobility, ne? Kessant ist absurd mobil. Ropenet goes dann nach vorne. Adam wird hier geslowed. Caps ist da, Adam ist tot. Ja, ich glaube, BDS wird in Game 4, wenn es eins geben sollte. Ja, kann auch 3-0 werden noch, ist noch möglich. Aber sie werden safe immer Olaf Tenthpick nehmen. Sowas wie Mundo oder meinetwegen Necton und dann halt einfach Lane swappen. True Force ist gerade das Nashorn. Broadbad läuft, nicht Broadbad, Adam läuft einfach rein und wird von Broadbad aufgehalten. Easy Kill, 6000 Leben, Sheo hat Smite ready, kein Flip G2, das musst du hier nicht machen. Ja, du kannst Zone gehen, du kannst versuchen mit Ashe zu spotten, wie der Feind sich bewegt. Schöner Rootcaller, dreimal Jump über die Wand rüber, das lieben wir an Ivan, schöne Combo gegen Corki. Ist auch geholtet von Broadbad und getötet von Broadblade. Ja, geil von G2. Geil von Yike. Man muss ja auch wirklich betonen, Yike galt es zu kritisieren in den vergangenen paar Wochen. Er hat oftmals einige Upsis bzw. schlechte Tage bei G2. Aber hier und heute, bei diesem Ivan, da kann man auf jeden Fall kein einziges Missplay finden. Am Ende wartet der gesamte Kader darauf, dass Ivan seinen Rootcaller findet. Er findet ihn. Darüber hinaus, der stand Daisy über die Wand drüber und auch Broadmail jumpt drüber. Alle können halt auf Ivans Q Rechtsklick benutzen und den Gegner komplett wegzonen und noch töten. Aber Leute, ich bin sehr dankbar, dass wir 4 Games mindestens haben werden. Jetzt geht G2 nach vorne. Shio wartet noch im Flank, aber er wartet zu lange. Sein Kompan aus dem Freljord stirbt und Cap setzt nach. Er ist 5000 Gold alleine vorne gegenüber nur Nuclear. Der letzte Runde noch 10 Kills hat jetzt hier. 0-3-0 steht. Ein Stomp in Game 3. Und damit haben wir eine Series. GG G2, die Hoffnung auf München. Sie stirbt noch nicht. Sie halten sich im Turnier. Sie halten sich in der Golden Road Europas. Noch haben sie nichts verloren. Nicht Frühling, nicht Winter, nicht Sommer. Warum dann Season Finals? 1-2 Anschluss, wichtig für Gamers 2. Go Update.